Ja, willkommen zurück zum kleinen Überraschungskapitel. Und wir haben ja in der letzten Folge Angela besiegt und sie herzlich in unsere Familie aufgenommen. Und nun geht es darum, in diesem Bonuskapitel, Angela ist verschwunden, mal wieder und wahrscheinlich auf der Suche nach ihrer Mutter. Wir haben eine Notiz in unserem Briefkasten gefunden, dass wir Angelas Haus untersuchen sollen, um Hinweise zu finden. Und das werden wir jetzt auch gleich mal tun. Und noch eine kleine Überraschung, Angela hat tatsächlich eine Freundin, also die müssen wir auch suchen und die soll uns dann weiterhelfen. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Da ist etwas unter dem Wagen. Na, dann fahr das doch mal weg. Das Rad muss am Wagen befestigt werden. Ja, es ergibt irgendwie auch Sinn. Okay. Kein Griff, natürlich nicht. Wir sind ja vorher durch eine Aussparung sozusagen in das Haus gekommen. Und ja, jetzt kommen wir erstmal nicht mehr rein. Na gut. So kann man seine Tür auch abschließen. Fällt gar nicht auf. Und es ist aufgeräumt. Der mysteriöse Mann hat mir gesagt, dass ich Lucy finden muss. Aber wer ist Lucy? Also auf Lucy bin ich auch gespannt. Und das sind Angelas Mutter und ihr Vater. Was wohl in dem Wasser ist, da stecke ich meine Hand nicht rein. Nee, ich jetzt ehrlich. Also, obwohl es auch klar aussieht, aber ich sag mal, wenn ich irgendwo in ein Haus einbreche, gucke ich mir den Abwasch eigentlich in den seltensten Fällen an. Da will ich nicht wissen, ob da irgendwie was ist. Das ist. Ach, Lucy. Lucy ist die Puppe. Bevor das Spielzeug kaputt ging, war es sicherlich niedlich. Ja, wir haben es ja auch schon bedient, sozusagen. Okay, gucken wir mal weiter, was es hier noch gibt. Der Deckel ist lose. Es gibt eine Schraube. Wahrscheinlich für das Rad draußen. Aber ich habe dann immer noch keinen Schraubenzieher, den man ja auch immer braucht. Und ich guck mal, hier ist ein Handabdruck. Das heißt, hier müsste einer zu finden sein. Ja. Oder auch nicht. Oh, wir haben kräftige Finger. Können die Schrauben so zuziehen? Was haben wir denn bekommen? Ein Brecheisen. Und was ist mit der Kette los? Weitere seltsame Symbole, aber Angela war ja auch kein gewöhnliches Kind. Oh, wir haben unsere Fähigkeiten gar nicht mehr. Wir hatten ja den Decoder und den Eisbrecher und so. Aber nee. Heute Morgen habe ich einen Brief von einem Freund erhalten. Sie möchten sich in Sully Valley mit mir treffen. Es ist schon ein Weilchen her, als ich das letzte Mal da war. Allen Anschein steckt Angela schon wieder in Schwierigkeiten. Ich fühle mich für sie verantwortlich. Dies sollte ich mir genauer angucken. Das machen wir. Da können wir erstmal nichts tun. Also. Stimmt. Hier war ja etwas hinter dem Brett. Oh, ein Sonnensymbol. Ui, ein Wimmelbild. Also ich muss mal sagen, solche Truhen fände ich ja eigentlich cool, wenn es die noch geben würde oder wenn es die überhaupt geben würde, mit so einer Aussparung einfach aufmachen. Hat was. Da fehlt eindeutig ein Teil. Natürlich auch im Wimmelspiel alles kaputt oder fast alles. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt brauchen. Stab, Stoffraupe, Libelle, Ring und Abakus. Der ist hier. Ach, den fehlt noch was. Ah, die Kette. Der Rechenschieber. So ein Stab, Libelle. Das ist der Stab, aber dem fehlt ja auch noch was. Hier ist die Libelle.
Stoffraupe. Sehe ich jetzt gerade nicht wirklich. Ach hier. So, dann fehlt noch ein Stab und ein Ring. Ach, guck mal. Damit haben wir den Stab und jetzt fehlt noch der Ring. Natürlich, wo soll er sonst sein? Und hier ist irgendwo noch ein Puppenkopf. Aber wo? Ach, guck mal, jetzt kann ich es aufmachen. Was für eine gruselige Puppe. Fast vollständig. Okay, da fehlt noch eine Schleife. Kette wahrscheinlich. Oh ne, keine Kette. Wie? I'm going to find Mom, Lucy. You stay here. Die Puppe muss etwas mit Angelas Vergangenheit zu tun haben. Aber ich habe gar nicht. Aber wir haben doch. Ah, die können wir dann irgendwo einsetzen. Lucy leuchtet auf, wenn du eine Erinnerung aktivieren kannst. Ah, vielleicht kann mir Lucy helfen, herauszufinden, was mit Angela passiert ist. Gucken wir doch mal. Sie hat etwas an dem Tor gemacht. Hat sie gerade einen dieser Steine berührt? Wahrscheinlich wieder Paare. Kombiniere die Symbole auf den Säulen, um sie mit denen auf dem Zaun abzugleichen. Oh. Na bravo, das ist doch hier das reinste Wirrwarr. Okay, eins haben wir schon mal. Das ist aber nicht einfach, das zu durchblicken hier. Okay, zwei sind schon mal da. Mich irritiert, dass das hier keinen Punkt hat. Ach, hier oben. Dann ist das hier nämlich auch richtig. Nicht richtig, meine ich natürlich. Das kommt nach vorne. Und das kommt nach hinten.
Okay, wir können zur Kreuzung. Und wir sind im Mondpark. Aha. Hier fehlt eindeutig ein Pfeil. Ja, T-Shirt brauchen wir nicht unbedingt. Das Harz ist frisch, aber klebt am Baum fest. Ich habe natürlich nur noch eine Kette. Frage mich, wie Angela an diesen dornigen Büschen vorbeikam. Gute Frage. So, hier ist eine Anweisung. Die Schatzkarte eines Kindes, wie niedlich. Schloss ist stabil und einfach zu knacken. Wir nehmen mal die Kette. Nicht? Geht nicht? Also ist doch nicht so einfach. Guck mal, ob ich das hier irgendwie rausziehen kann. Nö. Ja, gut, das wäre jetzt auch wirklich komisch gewesen. Das muss ich zugeben. Nee. Gut, an den Büschen kommen wir nicht ran. Dem jungen Mann fehlt ein Pfeil. Der ist wahrscheinlich da drin. Nee, da nicht. Nee, obwohl, das ist was anderes. Was kann ich mit dem Harz machen? Aber wir haben Handabdruck gefunden, das ist doch schon mal gut. Ja, ich habe das jetzt auch nicht geglaubt, ja, aber... Oh. Schön. Sie ist einfach drunter verschwunden, sehr clever. Sie hat sicherlich viele Pullis zerrissen. Könnte man so denken. Ach, guck mal, jetzt kann sie auf einmal da lang. Wir haben eine Brosche bekommen. Eine Nadel, sehr schön. Oh, wir kommen zum Perlenbaum. Oh, das ist aber hübsch. Da fehlen natürlich in Form von Vögeln. Nee. Wir haben eine riesengroße Sanduhr. Daran befindet sich etwas, doch leider komme ich nicht daran. Wenn ich die Sanduhr umdrehe, komme ich daran. Hier fehlt eine Kette. Na, den. Okay, einen Vogel haben wir schon mal. Sollte ich jemals Sand brauchen, dann weiß ich, wo ich ihn finden kann. Falls ich mich noch dran erinnern kann. Das ist natürlich auch noch so eine gute Frage, ne? Das ist einer von Lucys Knöpfen. Michelle had a wonderful family with a loving husband and beautiful daughter. Michelle hatte eine tolle Familie, einen wundervollen Ehemann und eine wunderschöne Tochter. But, as often happens in life, tragedy strikes, even in the happiest of places. Doch wie das Leben so spielt, wurde auch diese glückliche Familie vom Schicksal bestraft.
Sehe noch irgendwas? Nee. Aber doch. Ich habe den Hund auch gar nicht mehr. Ist ja gemein, wir können uns noch nicht mal verabschieden, wofür diese Kugel wo ist. Ich habe keine Ahnung. Kann nicht sehen. Ja, ich auch nicht. Dann brauchen wir die Kugel. Aber ich habe nichts im Inventar, womit ich das abschneiden kann. Eigentlich, ich habe gar nichts mehr im Inventar. Da fehlt immer noch der Pfeil. Ne, Puppe leuchtet auch nicht. Und hier scheint irgendwo noch eine Hand zu sein. Mal gucken, ob ich sie finde. Tja. Anderen Lichter kann ich nicht anklicken. Also müssen wir ja irgendwo. Aber ich habe gar nichts mehr. Kann nichts machen. Merkwürdig. Was sagt denn unsere Karte? Die schickt uns zur Kreuzung. Nee, warte mal. Hat die uns wirklich zur Kreuzung geschickt? Die schickt uns zum Perlenbaum. Ich habe irgendwas übersehen, aber ich weiß nicht was. Wie immer. Hier können wir nichts gucken. Also hier muss auf jeden Fall eine Perle hin, weil es leuchtet ja alles. Das ist ja auch logisch irgendwie. Allerdings bekomme ich die Kugel nicht ab. Ich muss mal Tipp drücken. Hier gibt es im Moment nichts zu erledigen. Aha. Aber die hat doch gerade gar nicht geleuchtet. Oder ich habe es übersehen. Sie hat dort beim Baumstumpf an der Kugel herumgewerkelt. Da können wir die anscheinend aktivieren. Ah, so, ist noch heller. Finde die richtige Reihenfolge der Lampen. Da nicht. Also nur hier unten. Ah, die. Also die und die. Ja, verdammt. Okay. Kann ja immer noch gucken. Ach so, ist noch gar nicht fertig.
finde auf den Baumkugeln die Symbole, die mit der Kugel auf dem Boden übereinstimmen. Was? Finde auf den Baumkugeln da oben die Symbole, die mit der Kugel auf dem Boden übereinstimmen. Aha. Muss sagen, mit den Runen, das finde ich immer ein bisschen anstrengend. Geht immer so auf die Augen. Aber es ging ja schnell. Ich vermute, dass sich die Lichter in der Dunkelheit aufgelöst haben. Ich muss die Kacheln aktivieren. Dum, dum, dum. Aktiviere. Okay. So, was haben wir denn bekommen? Ein Ritter. Und der Ritter schenkt uns ein Schwert. Und mit dem Schwert können wir wahrscheinlich am Baum Teil rausholen. Nee, können wir nicht. Okay. Vielleicht hier was abschneiden. Damit wir in den Mondpark kommen. Frage mich, wo sie danach hingegangen ist. Ja, das frage ich mich auch. Und diese Frage werden wir dank Lucy in der nächsten Folge beantworten. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.